So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Das letzte Mal habe ich ja Episode 7 beendet und habe ja dann hier Schluss gemacht. Und jetzt geht es weiter mit Episode 8, alles oder nichts. Und vermutlich wird es jetzt wieder mit einem Previously anfangen. Previously on Resident Evil Nailed Revelations. It. Looks like somebody's found the Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Time has come, Brian. Abandon hope, all ye who enter here. It's like all my worst enemies come back to haunt me. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltrum, perhaps a dozen of them. Yes, there's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. Tja, die wurden einfach weggespült. Episode 8. Alles oder nichts. All or nothing. Let's do or die. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Immediate containment is imperative. Far too much is at stake here. You are blinded. A humanist with no cause. It's a lost cause, Director O'Brien. Feel free to cut the bullshit, Morgan. You're playing with fire again. But this time, you will get burned. Loose ends can only exacerbate the situation. Think twice, Director. Or you may regret it. Ah, boy, you never disappoint, Morgan. But once we have the truth, your mistakes will never be repeated. Parker! Yeah, time to clear out. Okay. Großartig. Das heißt mal wieder schwimmen. Was? Schottenbruch entkommen? Okay. Ah, schwimmen ist was Chilliges hier. Nur ich wünschte, ich könnte ein bisschen beschleunigen. Denn Jill, wir haben nicht so viel Zeit. Oh! Hey! Jo. Ich lasse die mal hier liegen. Denn die... Nein, die Waffe müsste eigentlich dann wieder da sein. Also in meinem, in der Truhe. Müsste ich die eigentlich wiederfinden können. Wollen wir mal schauen, ob es stimmt. So. Erstmal bleiben wir in Luft hier. Okay, da hinten ist es. Ich muss also diese Leiter hier hoch, vermutlich. Oh, Parker, du Trottel. Weg. Hier habe ich einfach mal so einen Raketenwerfer. Nice. Und da gibt es ein Zubehör. Nice. So, dann nehme ich halt mal die hier. Ja. Sollten wir. Und MG. Okay. Ist jetzt zwar nicht sonderlich viel. Den Handabdruck hier hatten wir ja. Ich denke mal, jetzt hätte man den sich auch noch holen können. Vermutlich. Aber wir müssen hier lang. Okay, funktioniert nicht. Ach, da drüben. Okay. Na, dann wollen wir doch mal. Los, 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 los. Nee, warte mal, der Ausgang, der ist unterhalb. Ich gucke auch trotzdem mal. Ja, der ist unterhalb. Na komm, Parker, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Wasser steigt ja nur, obwohl, nee, es steigt eigentlich gar nicht, aber... Und, tauch. Okay, der Weg soll es also sein. Ich denke mal, dann haben wir es eigentlich so gut wie geschafft. Obwohl,
Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt und zwei Wege. Ich geh mal kurz nach oben. Gibt's hier noch was? Nö. Dann. Was ist das denn? Munition, hä? Ja, MG. Schön. Oh, jetzt. Ah, ich weiß, welcher Weg das ist. Ich glaube, ich weiß, welcher Weg das ist. Jessica and I are heading for the Queen Zenobia. Just hang on. We'll contact you soon. Don't die in there. Chris out. Hey. Einfach gesagt, Junge, aber kann man wieder nicht kaputt machen. Beeilung, nicht, dass ich hier wieder drauf gehe. Na, hier kann man doch atmen, ne? Okay. Und los, Parkhaus geht weiter. Oh nein. Sea Creeper, habe ich recht. Und jetzt verstehe ich, wie man das eine Upgrade-Kit hier noch kriegen kann. Da hoch, 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 komm. Hier waren wir ja schon. Öffnet sich nicht, ist verbeult. So, kurz Luft holen. Und runter wieder. Munition, Gewehr. Super. Mal, hier geht's doch. Hier gab's doch noch irgendeinen Weg. Ist aber auch zu. Doch hier. So, ja gut. Dann war es doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und ich habe auch wieder ein bisschen Munition, vor allem für die hier brauche ich was. Okay, aber ist noch nicht vorbei. Muss hier nach unten tauchen. Warte mal, wo sind wir denn eigentlich? Oh ne, weg. Lass mich bloß zufrieden, du Vieh. Die Sea Creeper, die... verbeult. Okay, dann geht's drüben lang. Ich vermute mal hier. Ich teste einfach mal. Trial and Error, ich hoffe mal, das ist richtig. Ja, wenn nicht, verschwende ich halt wieder ein bisschen Zeit. So, hier kann man wieder Luft holen. Okay, ich habe Zeit verschwendet, hier geht's nicht lang. Okay, hier kann man ja rauf, stimmt. Okay, dann weiß ich jetzt, wo es lang geht. Ich hab's jetzt verinnerlicht. Du dumme Gans. Ah, Mist, schon wieder falsch. Hihi, ausgewichen. Drecksack, du. So, warte mal, hier muss doch jetzt irgendwo dieser Raum sein, den ich suche. Oder den ich meine. Und komm, chill, Luft holen. Boah. Ganz schön viel Wasser. Warte mal, nee, hier war es immer noch nicht. Der nächste müsste sein, jetzt. Das müsste jetzt der Raum sein, den ich... Ah ja, genau, hier. Natürlich wirklich ziemlich clever. Und Luft holen. Tauchen. Das ist schon mal nicht richtig. Boah, unter Wasser. Drecksvieh. Hau ab. Diese Frauen sind sehr anhänglich. Okay, hier geht's lang. Hier ist auch einiges zusammengebrochen. Geh. Und haben es geschafft. Wetten, jetzt kommt hier wieder so eine Ne, gar nichts kommt. Schade, ich dachte, da kommt wieder so eine Aussage wie: Ja, kannst du jetzt nicht benutzen. Ich muss nach oben. Oh, ich ersauf bald. Oh mein Gott, muss das Vieh jetzt noch kommen? Jill, du schaffst das. Komm, Mann. Komm, Mann. Klang abgehackt und jetzt komm. Ja. Ja, Jill.
Oh, puh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich denke mal, dort unten war nichts mehr. Handabdrücke können eh keine gewesen sein. Vielleicht noch Munition oder ein Spezial-Upgrade, aber scheiß drauf. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger, we'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. Wie du meinst. Und irgendwo hier ist... Komm her. Das Vieh bewegt sich zu schnell. Ha, 32 Punkte, schön. Okay, wo muss ich denn jetzt hier nicht? Die andere, ich muss wieder nach oben. Also ins Casino. Ja. Obwohl, ja, ne. Oder? Na, ich bin mir gerade nicht sicher, ist ja auch egal. Hier liegt jedenfalls Pistolenmunition. Meine arme Windhall. Oh, fuck. Da ist schon wieder so ein Sea Creeper. Die sind aber auch überall. Weg. Hihihi. Hier oben kriegst du mich nicht, dummes Vieh. So. Erste Etage haben wir genommen. Und die nächste ist... Na los, na los, na los, na los. Ja, bin richtig. Gut. Gewehrmunition, perfekt. Die Nachricht da drüben kennen wir. Gibt's ja sonst noch was? Ohne Kiste. So. Größeres Magazin 3, Schaden 3, Feuerrate 3. Guck, hier ist meine Windham. Also die ganzen Waffen, wenn ihr jetzt Waffen sammelt und lasst die irgendwo liegen, keine Sorge, ihr findet die hier in der Kiste wieder. Und ich habe einen Raketenwerfer mit 2 Schuss. Yay. Steht natürlich keine Wegwerfmodell. So, ich bleib mal dabei, aber ich kann jetzt ein bisschen aufrüsten. Hm, wer von euch braucht einen... Warte mal, du kriegst ein größeres Magazin. Betäuben, Feuerstoß, Schaden. Nee. Nee, stopp. Ich erhöhe mal einen Schaden hiervon. Und betäuben, Feuerstoß. Gut. Und kann ich hier noch irgendwas? Nein. Ich verdrück mich immer. Feuerrate. Okay, ich erhöhe die mal und mach noch ein Betäuben rein. Okay, perfekt. So. Jetzt kann diese Waffe... ganze 8 Schuss fast jetzt. Das ist natürlich ganz schön enorm. Ich meine, von 4 auf 8 ist immer in der Hälfte. Cutscene. Hear that? You almost missed the party. Okay. Das war's. Präzision 100%. Ich musste ja nicht mal schießen. Oder gilt das, die, wenn Gegner einen anfallen, die wegzustoßen, auch schon als Treffer? Und da das immer trifft? Naja, gut, wie auch immer. Kurz zuvor im Mittelmeer. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Oh, die haben Gatlings. Stay sharp. There's something out there. Okay, das sieht interessant aus. Okay. Das sind erstmal Tentakel. Weil wir am Arsch sind deshalb und ich glaube, ich kann hier sogar noch was... Oh! Okay. Tentakel sind es also. Ich kann mir vorstellen, zu wem die gehören, aber... Ich mutmaß mal noch nicht. Weg. Hä? Bin ich denn?
so, das wechselt von alleine sozusagen so wilde Positionen mit. Das Besondere ist aber ehrlich gesagt hier dabei, die Tentakel, die haben kein Wirt, sagen musst du. Also da steckt niemand dran. Das sind einfach nur, naja, Tentakel ohne irgendetwas. Yeah. Da ist. Deshalb frage ich mich ehrlich gesagt, wo die jetzt herkommen. Gut gemacht, Jessica. Aber, also wenn ich jetzt... Mist. Das war nicht so schön, aber wenn ich jetzt mir das Schiff hier hinten so angucke, sieht es eigentlich noch halbwegs in Ordnung aus. Hab dich. Ich heile mich mal. Die einen kämpfen ums Überleben unten im Schiff, die anderen, die müssen sich hier mit irgendwelchen Tentakeln rumschlagen. Sieht mehr schon. Die Tentakel sehen mehr schon wie eigenständige Kreaturen aus. Okay. Weg. Hehe, wir haben's. Sonst noch mehr. Okay. Boah. Queen Zenobia. Wahnsinn, ist schon echt riesig. Ja, Mister. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Ach, Jessica. Stopped the Rigia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terra Grigia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Rigia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die. Damn. Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? Okay. Wow, 21% sind S. Na, das ist ja gut eigentlich. Naja, komm, wir schießen mit einer Gatling. Bei einer Gatling, die meistens die Trefferwahrscheinlichkeit, weiß nicht, 35% ist da schon richtig gut. Jetzt, wenn man zum Beispiel gegen Leute auf Land kämpft, aber das war ja im Wasser und es war ja auch ziemlich schnell in Bewegung. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. What a terrible loss. The ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Well, a little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. Buy us some time.
Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Oh, ist da jemand eifersüchtig? Jill, not that way. We gotta find the lab. Ah, Mist, ich wollte doch noch was holen. No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense yet.